Sie sind hier, 6. Juli 2018, 8.33 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Los Angeles Lakers wählten Moritz Wagner in der ersten Runde des NBA Drafts 2018 aus Urheberrecht Getty Images. Moritz Wagner schlägt bei seinem dritten Auftritt für die Los Angeles Lakers so richtig ein. Er überzeugt an beiden Enden des Feldes. Die Lakers verlieren trotzdem. Der deutsche Erstrunden-Pick Moritz Wagner hat in der NBA Summer League für Aufsehen gesorgt. Der 21-Jährige verbuchte mit 13 Punkten und 13 Rebounds sein erstes Double-Double im Dress der Los Angeles Lakers. In der Schlussphase stieg er dazu sehenswert zum Block gegen Warriors-Rookie J.P. Tokoto hoch. Insgesamt fügte der Rookie seiner Statline 4 Blocks hinzu. Wagners starker Auftritt allein reichte aber nicht, um die 71-77 Pleite der Lakers gegen Golden State zu verhindern, obwohl der Champion auf Jordan Bell, Damian Jones und den formstarken Kendrick Nunn verzichtete. Die Lakers, die kürzlich die Verpflichtung von Superstar LeBron James bekannt gegeben hatten, kassierten damit ihre dritte Niederlage im dritten Spiel der Summer League. Die neue NBA-Saison beginnt im Oktober. Während Ex-Michigan-College-Star Wagner glänzte, enttäuschten die absoluten Top-Picks des diesjährigen NBA-Drafts am Donnerstag gleich reihenweise. Top-Picks enttäuschen. Nummer minus 2 Pick Marvin Beckley erzielte in 29 Minuten für die Sacramento Kings gerade einmal ein Pünktchen von der Freiwurflinie. Seine vernichtende Quote bei der 76-86 Niederlage gegen die Miami Heat, 0 von 2 Feldwürfen, dazu leistete sich der 19-Jährige 2 Ballverluste. Nummer minus 4 Pick Jaren Jackson Jr. machte es bei der 87-94 Niederlage der Memphis Grizzlies gegen die San Antonio Spurs mit 8 Punkten nur wenig besser. Der Big Man verfehlte 6 seiner 7 Versuche aus dem Feld, 13 Fehlwürfe für Young führt den Negativrekord in Sachen Fehlwürfen, sorgte allerdings Atlantas Hoffnungsträger Trae Young, 5. Pick. Der künftige Teamkollege von Dennis Schröder drückte trotz kaltem Händchen fleißig ab und kam am Ende auf 13 Fehlversuche bei 16 Abschlüssen aus dem Feld. Der Aufbauspieler traf nur einen von 8 Dreiern und war am Ende mit 10 Punkten einer der schwächsten Akteure der Hawks bei der 87-92 Niederlage die Utah Jazz.